Jahre besser oder schlechter geworden bist. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht viel besser und nicht schlechter geworden. Man bleibt irgendwie so und dann kommt es einfach nur drauf an, wie viel spielst du und liegt dir ein Spiel ein bisschen mehr als ein anderes. Aber ich würde nicht sagen, dass ich noch viel, viel besser werde. Es sei denn, ich spiele wirklich jeden Tag 10 Stunden auf was Bestimmtes hin. Wenn ich jetzt mal hier sage, guck mal, am Ende des Jahres kommt ja wahrscheinlich Verdansk wieder. So. Dann ist die WSOW nächstes Jahr auf Verdansk und das wird richtig scheppern und ich sage so, ey, ich ziehe auch nächstes Jahr wahrscheinlich nach Deutschland zurück, ich will jetzt WSOW richtig zocken, so. Und dann übe ich jeden Tag Turniere, 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 dann würde ich sagen, werde ich schon nochmal besser. Aber nicht besser als Spieler generell, sondern einfach nochmal mehr, also ich bin dann mehr drin, also ich übe dann einfach mehr. Das ist wie im Fußball, du bist jetzt, keine Ahnung, wenn du, guck mal, du weißt, was du fußballerisch kannst. Wenn du jetzt nach jedem Training aber hingehst und legst dir nochmal 50 Freistöße zurecht und schießt 50 Mal Freistöße, dann bist du halt in den Freistößen dann wahrscheinlich besser. So. Bist du dann als Fußballer unbedingt besser? Würde ich jetzt nicht sagen. Also auch irgendwie schon, aber du weißt was schon. Ist halt sehr spezifisch und so ist es halt. Bin ich bei Warzone mit dem potenziellen Training auch. Hm? Warte mal, der campt doch hier irgendwo, oder? Wild. Der Brücken spielt von meinem Chef der Sohnemann. Echt? Der ersten oder was? Herr? Nee, er kauft sich einfach ein Loadout. Er kehrt ja gar nicht. Och nee, oh nee. Der Arme. Hätte ich schon sein Loadout noch nehmen können. Seine Waffen nämlich bekommen. Kretschmer heißt der. Okay, okay. Das breitet sich aus. Also, Henrik, ja, das ist was anderes. Das ist auch immer noch möglich, aber das ist eine andere Geschichte. Das hat nichts mit uns zu tun, so, ne? Das ist, das steht auf einem anderen Blatt. Auf einem anderen Blatt. Oh, da hat gerade jemand den Bounty angenommen. Da gehen wir hin, würde ich sagen. Liebe Henrik. Digga, mein Mann, ich glaube, dann wärst du zu gut. Du wurdest halt einfach genervt in dem Sinne. Ich glaube, sonst wärst du zu gut einfach. Behaupte ich einfach mal. Moin Darko, was geht? Naja, Customs und Public ist was anderes. Du kannst ein sehr, 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 sehr guter Public-Spieler sein und kein guter Custom-Spieler und auch umgekehrt. Bin ein schlechter Mensch. Kaputt genervt. Ja, so kann man es sehen, mein Mann. Jetzt habe ich hier echt einfach zu viel Loot langsam, ne? Ist ja crazy. Das ist der Bunker da ganz hinten. Das ist krass. Ich habe einen Controller customized. Ja, ich habe halt einen Controller und halt zwei Paddles hinten. Also zwei Knöpfe, um genauer zu sein, bei mir. Du kannst ja gerne mal, wenn du Auszeichen Einstellungen machst, in dem Video zeige ich dir sogar meinen Controller, wenn es dich interessiert. Genau. Und sonst habe ich bei DS4 Windows noch so eingestellt, dass ich also Hechtsprung auf der Share-Taste habe. Wenn ich jetzt die Share-Taste am Controller drücke, macht er das. Sonst habe ich nichts eingestellt bei DS4. Kann halt auch funktionieren, nix da, aber wie gesagt, in Customs kommt es, finde ich, sehr oft auch einfach aufs Teamwork an. Also, den werdet ihr auch später sehen in der WSOW. Es sind nicht immer die besten Einzelspieler, die da gut platzieren. Sogar voll oft eben nicht. Also, natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, Shifty und so, die sind auch die besten Einzelspieler. Mag sein, aber so
Ausnahme bestätigen ja auch die Regel. Also es ist trotzdem so, dass ich finde, dass sehr, sehr viele Teams, die auf dem Papier sehr, sehr gut sind, nicht so funktionieren. Und das hat halt damit zu tun, ne? Das ist natürlich auch auf jeden Fall ein Aspekt, Winner. Auf jeden Fall. Es ist natürlich deutlich schwieriger geworden, auch in Public-Lobbys mittlerweile gut zu sein oder richtig gut zu sein, weil du halt einfach merkst, dass alle viel besser geworden sind. Ich meine, das Spiel ist jetzt wie lange? Wie lange gibt es jetzt Warzone? 4 Jahre? Über 4 Jahre? So, ey, ist doch klar, dass mittlerweile jeder irgendwie gut ist. Also wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Klar. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde immer, also ich bewundere am meisten die Spieler, die am Anfang eines Spiels gut sind. Wie ein Ninja, wie ein... Keine Ahnung. Also Ninja ist zum Beispiel für mich jetzt ein Paradebeispiel. Was sowas angeht, weil... Der Mann war in Fortnite so gut, bevor jeder irgendwie gut war. So, und jetzt ist er natürlich nicht mehr der Allerbeste, aber er ist immer noch sehr gut. Checkt ihr, was ich euch sagen will damit? Das finde ich... Also ich finde, das ist für mich die Definition von Skill auch. Deswegen, das finde ich sehr nice. Wenn ich in die WSOW gehen würde, boah, mal schauen, das weiß ich nicht. Gucke ich dann nächstes Jahr, wenn es soweit ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass wenn ich mir 2 richtig gute Teammates hole und das als Team funktioniert, können wir sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Krasse Lobbys. Wieder sehr gut, beide. Ich hätte niemals gedacht, dass der Typ mich rechts direkt quält. Ich dachte, er guckt eher links hin, aber er war wieder der Beste. Machst du nichts. Was meinst du, Fortuna Dorf? Ihr Trip, also trollst du oder? Ich glaube, Fortuna Dorf ist am Trollen. Wo bin ich denn gerade gestorben? Da ganz hinten oben, ne? Ne, ich glaube, ich würde schon mit deutschsprachigen spielen irgendwie. Also ich könnte natürlich auch mit englischen Spielern spielen, aber ich glaube mit deutschen, das wäre irgendwie super, weiß nicht, mal gucken. Ist aber auch normal, Juicy, das ist echt nicht, also, das ist einfach normal. Ist das die gute MCW? Nee. Niemals. Also das ist wirklich, also das ist crazy, dass der Typ da jetzt echt saß und gewartet hat, das ist krass, das ist wirklich krass. Das muss man ihm einfach auch sagen, das ist krass. Ich spiele nicht WSOG ja dieses Jahr, Vollzeit.
Juli mitnehmen. Nee, Juli hat nicht genug Zeit. Für sowas. Ich werde mal gucken, wenn es so ist. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass wenn ich die WSOW nächstes Jahr spiele, dass ich logischerweise auf die LAN will. Und ich will auch. Das Gas kommt näher. Ich will dann noch. Also, ich will dann nicht mehr WSOW mit, um auf der LAN 20. Platz zu werden, so. Klar kann immer mal was passieren und man kann halt nicht gut placen oder so, aber. Alter, was ist denn das? Hä? Einfach Firecracker. Es hat immer noch nicht. Guck mal, es ist buggy, Chat. Es sind noch 50 aktiv, die Mission fortsetzen. Habt ihr es gesehen? Ich konnte wieder nur ein C4 werfen und es nicht zünden. Also ich konnte es nicht zünden, das erste. Ey, GG, Bro. Termit-Bundle aus dem Neujahrskit. Ja, ne? Das hat so richtig so Firecracker, genau, so diese New Year aus China. Digga, ich gucke in den Chat und Dead, deswegen sag ich. Oh. Ja, wenn das erste Vieh noch in der Luft sein muss, dann kann ich es ja auch mit der anderen Einstellung zünden. Ich mach's wieder anders einfach. Guten Morgen, Platak. Nee, habe ich auch noch nicht her. Also wie gesagt, ich guck mir mal nächstes Jahr, wie es aussieht. Wie es nächstes Jahr aussieht, gucken wir mal. Natürlich sind wir jetzt schuld. Ne, ihr seid nicht schuld. Ich habe ja den Kill bekommen. Alles gut. Seid doch die besten, Chat. Dein Kopfgeld auf dich. Schalte Feinde aus und sichere Vorratslager, um zu werden. Das Gas kommt näher zur neuen Sicherheitszone. Doppelviereck gedrückt. Ja. Funktioniert aber, glaube ich, irgendwie nur, wenn deine Waffe full nachgeladen ist, weil sonst denkt er halt, du willst nachladen, also ich weiß auch nicht. Ja, ich glaube schon, Prollzwerg, ja. Also ich weiß natürlich nichts, also ich weiß wirklich nichts. Ich glaube aber, Verdansk kommt wieder, November, Dezember, dann kommt die Integration. Dann kommt ein, zwei Monate später kommt Rankplay für Verdansk und dann halt nächstes Jahr wieder World Series of Warzone und so alles. Aber halt auch Verdansk. Und ich sag auch, dass nächstes Jahr den größten Hype haben wird von World Series, halt mit damals Verdansk. Also, ich glaube, es wird schon sehr, sehr wild werden. Sagen wir es mal so. Ja, ich kann nicht reinaimen, ne? Kann reingehen. Im Aim bleiben soll. Ich glaube, es wird Verdansk dieses Jahr an Map. Oh. Gib mir Malzbier, hieß der Typ, ne? Wow. Der rennt da jetzt erst hin. Oh, warte. Hat aber eine Sniper, der Bre, ne? Warte, der schießt auf den anderen. Sehr schön, sehr schön. Ja, warte, oh mein Gott, der landet auf ihm. Der hat sich die Beine gebrochen. Niemals. Was bin ich sehend? Bitte geh mich looten, Bro. Geh mich looten. Voll. Stadion auf oder zu?
keine Ahnung. Auf, würde ich eher sagen. Aber ist auch immer sehr legal. Boah, die Lobbys sind schon hart, 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 hart. Der ist auch wieder so gut. Das ist der Typ, den ich vorhin meinte, GG's. Krass. Habe ich nicht mein C4 mitgenommen? Wo ist mein C4, Chat? Ah, da. Das Gas kommt näher. Sicherheitszone wird verlegt. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Sehr, 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 sehr starke Lobby. Sehr, sehr viele gute Spieler wieder drin. Hochrangiges Ziel markiert. Mit Widerstand rechnen. Und wo? Da jetzt habe ich geaimt. Ich habe den dunklen Ecke nicht gesehen, ja, ich habe ihn zum Glück gehört, ne, davor. Boah. Oh, wie war, okay. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt, das wäre ein Hit gewesen. It is what it is. Ein feindlicher Trupp jagt dich. Bleib wachsam. Was ich ehrlich sagen muss, was die dieses Jahr irgendwie sehr geil hinbekommen, ich finde, fast jede SMG, die die reinbringen, jetzt die Superi davor, die haben R9 und so, die machen alle sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also das kriegen sie echt gerade sehr geil hin, irgendwie. Die MPs machen alle sehr, sehr viel Spaß. So. Zeiger 9 war alles, aber kein Spaß. Ja gut, Zeiger 9 war ja auch schon länger am Game. HIM kam ja auch erst rein, das meinte ich. Also so mit den Waffen, die sie reinbringen, aber ich fand Zeiger 9 eigentlich auch ganz nice. Okay. Top 10, ne? Top 10 und fast insta-dead. Rocket Arno, danke für die 41 Monate mit Prime. Liebe. FJ Exorus Oberkit habe ich, glaube ich, jetzt mittlerweile freigespielt. Könnte ich mal tryen, ja? Oh, wie war das kein Hit? Wollte gerade sagen. Alter, jeder Snipe, ne?
Oh. Bei jeder Lobby ist ein Cheater. Guck mal, was macht aber mein Typ da gerade? Warum bin ich gerade statt zu rutschen einfach geslidet, gesprungen und in die Hocke gegangen? Während all das, also was da gerade wieder passiert ist, das kann ich gar nicht replizieren. Also wenn ich jetzt wieder machen würde, würde es nicht funktionieren. Das ist halt sehr krass, muss man sagen, ne? Diesen Endgames, der war jetzt auch wieder sehr gut. Ich hit ihn halt einmal, das kann ich noch erinnern, ich bin insta-down, ne? So, ja, sehr, sehr. Er war eine sehr krasse Lobby. Sehr krass. Sehr viele gute Spieler wieder drin. Sieh mal an. Ein Tanz mit dem Teufel. Ihr habt ihn überlebt. Ja, das war wirklich ein Tanz mit dem Teufel. Zeit für die Bewertung. Müdi, danke schön für 4 Monate mit Prime. Und Rocket Arno, danke dir für 41 Monate mit Prime. Dankeschön. Es ist noch nicht vorbei. Zurück an die Arbeit.